Unfälle durch Winterbeginn. Am Montagmorgen kam es gegen 6.50 Uhr auf der Tharander Straße zwischen Groß Opitz und Tharandt bei winterlichen Straßenverhältnissen zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines PKW BMW verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der BMW-Fahrer wurde verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Auf dem BMW waren noch Sommerreifen aufgezogen. Dies könnte eine mögliche Unfallursache sein. Kurze Zeit später, gegen 7.35 Uhr, kam es in der Dipserheide auf der Straße zwischen Dippoldeswalde und Karsdorf zu einem schweren Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines PKW Hyundai war in Richtung Karsdorf unterwegs. In einer Linkskurve verlor sie auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Kleinwagen schleuderte in den Wald und prallte gegen mehrere Bäume. Die Frau wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Die Kameraden mussten das Dach öffnen, um die Patientin retten zu können. Die Hyundai-Fahrerin wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Die Kreisstraße war für zwei Stunden gesperrt. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen zur Unfallursache.